Ainsi vient le temps des cerveaux électroniques. La technique des calculatrices, des machines qui informent, enseignent, se communiquent, résolvent les problèmes les plus complexes à la vitesse de la lumière. Ces cerveaux, quelles seront leurs limites? Ici, la voix de l'IBM 7772. Et vous ne trouvez pas que ça fait un peu peur? Après tout, pourquoi aurait-on plus peur des ordinateurs que de l'énergie atomique? Ce sont des œuvres de l'homme, utilisées par l'homme, et il dépend de l'homme de les utiliser pour son bien ou pour son mal. One Taiwan company to replace workers with a million robots. Robots are coming to Foxconn. And most of the iPhones, iPads, and so forth are assembled by Foxconn. 1 million. That's a large number. That's a large number, and they don't get tired. They don't demand better working conditions, and for Foxconn, they don't create a public relations headache by committing suicide. Now, I want to know, who are the companies that are going to be supplying these robots? Mm-hmm. It seems like a huge opportunity. Absolutely. A lot of those companies are in the United States. A lot of those companies are. Maybe we'll create jobs, actually. What? What? Jobs here in the U.S.? Well, we certainly need them. Virtuell und digital. Vor weniger als 15 Jahren, beinahe eine Ewigkeit, ist eine neue Welt entstanden. Nach und nach haben wir Maschinen in unser Leben, in unsere Arbeitswelt und in unsere Freizeit einziehen lassen. Überall. Wir haben sie angenommen, weil sie uns behilflich sind. Immer schneller, immer kleiner, immer intelligenter. Wie weit werden wir unsere Maschinen noch gehen lassen? Ohne dass wir selbst es merken, leben wir inzwischen in einer Welt voller Bildschirme, denen wir ständig gegenüberstehen. Und uns ist nicht bewusst, welche tiefgreifenden Veränderungen diese digitalen Maschinen in uns bewirken. Welche Bedürfnisse befriedigen sie denn, dass sie für unser Leben jeden Tag ein bisschen unentbehrlicher werden? Grand Central ist der Inbegriff der Uhrwerkskultur. Wir können die Evolution des Menschen als eine Evolution unserer Beziehung zur Zeit betrachten. Die Erfindung der Uhr in der Renaissance begünstigte das Industriezeitalter und eine Uhrwerkskultur, die auf Zeitplänen und Produktivität basiert. Und das findet sich hier wieder. Aber jetzt gehen wir von der Uhrwerkskultur in die Computerkultur über. Und diese existiert außerhalb der Zeit. Wir haben jetzt keinen Zeitplan mehr, sondern ein Programm. Wir verwenden Technik, ohne wirklich zu wissen, wozu sie dient. Die Programme in unserem Leben, so wie unser E-Mail-Programm, unser BlackBerry oder iPhone, haben eine Tendenz zu süchtig machenden Mustern, damit wir sie häufiger verwenden. Das liegt in ihrer Natur. Nicht jede E-Mail ist eine gute E-Mail.
Jede 10., 20. oder 30. Mail bringt eine kleine Belohnung, etwas Serotonin, etwas Nettes von einer Freundin, unerwartetes Geld, etwas, das uns ein bisschen Glück bringt. Und das kommt in einem perfekten Intervall, das süchtig macht. Wir checken sie immer wieder, wir tragen das vibrierende Ding am Arm oder woanders, damit wir immer darauf schauen können, in einer Welt, in der wir uns physisch und emotional voneinander entfernen. Wir fühlen uns nicht vor einer Maschine unwohl, sondern eher, wenn wir zu zerstreut sind. Wenn wir uns sagen, ach, ich habe für nichts mehr Zeit, ich kann mich nicht lange konzentrieren. Wir merken, dass wir alles, was wir tun, ständig quantifizieren. Es macht uns unglücklich, es macht uns blind, aber es ist nicht einfach, damit aufzuhören. Unsere ständige Interaktion mit der Technik verbirgt eine Form von Abhängigkeit zum Rechnen, zu den Zahlen, als würden wir selbst zu diesen digitalen Daten und seien schließlich nichts anderes mehr. Es existiert also ein virtueller und digitaler sechster Kontinent neben unserer physischen Welt. Und die elektronischen Werkzeuge ermöglichen uns den Zugang zu ihm, ganz gleich, wo wir gerade sind. Doch wird diese Interaktion mit unseren Maschinen, die immer länger dauert und immer zwanghafter wird, ohne Folgen für die Wirklichkeit unseres Lebens bleiben? Hello, Stephen. I hope you are well. This interview won't take long. Here we go. You constantly seek money and power. Not really. You accept rules and regulations without complaint and never deliberately break them. To a large extent, yes. And sales, the law of the jungle prevails. You take fellow salespersons as competitors in a competitive world. No. You welcome criticism and accept your weaknesses. Yes. You believe people are more important than profits and policies. To a large extent, yes. You still believe that selling does not have anything to do with aggressiveness. Not really. Success and progress is the ultimate goal. Don't know. You believe there is room for everybody. Yes. Here is the last question. You welcome criticism from your boss and do not hesitate to give your point of view. Yes. Thanks for your time. Do I get the job? Your strengths will be great in customer service. You can be a very good peer. Excellent. Sounds pretty accurate. That's right. Yeah. It captures their verbal responses. Es werden sowohl verbale als auch emotionale Reaktionen erfasst, wie Sie hier auf dem Bildschirm sehen können. Wir verfolgen die Veränderungen in den Gesichtszügen. So gibt es hier zum Beispiel eine negative Spitze bei der Frage, glauben Sie, dass Ihr Chef einen schweren Job hat und sehr viel Unterstützung braucht? Mathilda ist sehr gut darin, selbst die kleinsten Veränderungen in unseren Gesichtszügen zu erfassen, ob wir die Stirn runzeln oder lächeln, wohingegen das Auge solche kleinen Veränderungen normalerweise nicht wahrnimmt. Wir können einen Vergleichstest von Stevens emotionalem Profil mit den emotionalen Profilen der Teammitglieder machen, mit denen Steven zusammenarbeiten soll. Wir verändern die Art und Weise grundlegend, wie Arbeitgeber Daten verarbeiten, um die Qualität der Entscheidungsfindung zu verbessern, wenn es darum geht, Bewerber einzustellen. Salespeople in this case.
Wir erleben gerade einen außergewöhnlichen Umbruch, wie er wohl alle 1000 oder 2000 Jahre vorkommt. Wir alle sehen, wie die Welt, in der wir geboren und aufgewachsen sind, in der wir zu Bürgern wurden und angefangen haben zu arbeiten, wie diese alte Welt dabei ist zu verschwinden, mitsamt ihrer Bezugspunkte, ihrer Gewissheiten, ihrer Werte. Und wir treten in eine neue Welt ein, die zu einem großen Teil noch nicht gedacht wurde. Wir erfahren sozusagen das Ungedachte. Das bedeutet, in den letzten etwa 20 Jahren waren die technologischen Fortschritte schneller als das Denken. Heutzutage verbessert Technologie menschliche Wesen grundlegend. Wir arbeiten hier an tragbaren Robotersystemen, die einen Menschen körperlich verbessern können. In meinem MIT-Labor entwickeln wir also die Wissenschaft von Mensch-Maschine-Systemen. Wir bauen Füße, Knöchel, Knie und Hüften. Ein Design wird immer wieder nachgebaut. Und so erhalten wir schließlich ein System, das viele der Eigenschaften biologischer Bewegung nachahmen kann. 1982 war ich in einen tragischen Bergsteigerunfall verwickelt. Und wegen Gewebeschäden infolge von Erfrierung wurden mir beide Beine unter dem Knie amputiert. Ich war also naturgemäß motiviert, neuartige Gliedmaßenprothesen zu entwickeln. Dies hier ist eine bionische Prothese. Der Mechanismus besteht aus 5 Computern, Mikroprozessoren und 12 Sensoren. Hier drin ist ein synthetischer Auslöser, der einer Muskelsehne nachempfunden ist. Wenn ich Treppen hinaufsteige, liefert sie mir mehr Muskelkraft, wenn ich hinabsteige, weniger. Es passt sich dem Gelände ziemlich gut an. Ich habe eine Firma, iWalk, deren Mission es ist, diese Prothesen zu kommerzialisieren, damit Menschen auf der ganzen Welt sie verwenden können. I lost my leg in Baghdad, Iraq. I was a staff sergeant. I'm Justin and iWalk. Wegen der Kriege im Irak und in Afghanistan und der großen Zahl verwundeter Soldaten stehen heute viele staatliche Mittel für die Forschung an Prothesen zur Verfügung. Im Laufe dieses Jahrhunderts werden extreme Verbindungen mit dem menschlichen Körper entwickelt werden. Die Idee ist, kleine elektronische Pakete in den Körper zu implantieren, die elektrisch Informationen mit dem Nervensystem austauschen. In den letzten Jahrzehnten sind Schlüsseldisziplinen herangereift, die für prothetische Neurophotonik maßgeblich sind. Robotik, Gewebetechnik, maschinelles Lernen. Und wir können diese formalen Disziplinen jetzt im praktischen Einsatz kombinieren und das Zeitalter der Bionik einläuten. Um uns zu pflegen oder zu reparieren, lassen wir schon lange Maschinen in unseren Körper eindringen. Das geht heute bis hin zu einer Verschmelzung mit unseren Organen und Sinnen. Sind wir gerade dabei, in ein bionisches Zeitalter einzutreten und eine neue Spezies zu schaffen, halb Mensch, halb Maschine, die Cyborgs? Aber welche Veränderungen wollen wir damit erreichen? Wenn ich die Chance bekäme, in Deutschland zu arbeiten, würde ich zurückgehen. Ich war nur Postdoktorand in meinem Biochemielabor. Aber jetzt bin ich zu alt, um in Deutschland einen Job zu finden.
I'm fine. Es geht mir gut. Es geht mir gut, so wie ich bin. Es kommt alles darauf an, wie man sich selbst wahrnimmt. Amputierte sind normalerweise anders als Kontergangeschädigte, so wie ich. Ich war schon immer so, deshalb war ich nie davon besessen, Beine zu haben. Ich habe sogar Beine, die ich während meiner Promotionszeit genutzt habe, weil man mit dem Rollstuhl nicht ins Labor durfte. Aber sie sind ein Hilfsmittel. Ein Bein ist für mich genauso ein Hilfsmittel wie ein Rollstuhl, mit dem ich mich fortbewege. Es ist nicht meine Identität. Es ist eine Sache, Beine zu haben. Aber schon das Gehen ist mit einem künstlichen Bein etwas ganz anderes. Es muss so gut sein, dass man damit tatsächlich wieder in den Kampf ziehen kann. Das haben wir immer häufiger, dass Soldaten nicht nur geheilt werden wollen, damit sie Teil der Gesellschaft sein können, sondern sie wollen tatsächlich zurück in den Job, den sie vorher gemacht haben. Aufgrund dieser Anforderung werden wir große Fortschritte sehen. 2009 gab es einen Bericht des Europäischen Parlaments zu Human Enhancement, der Verbesserung des Menschen, in dem ich auch vorkomme. Aber es gibt viele Beispiele in Bezug auf militärische Anwendung an Soldaten. Diese stehen natürlich an erster Stelle, wenn es um Apparate geht, die ihre Fähigkeiten verbessern. Sehr viel wird zuerst an behinderten Menschen ausgetestet, weil man damit einfacher Aufmerksamkeit erregen kann. Aber sobald etwas verfügbar ist, wird man es sicher auch für andere Dinge verwenden können. Es gibt einige Profigolfer, die sich einer Laser-OP unterzogen haben, damit ihre Sehkraft 100% übersteigt. Solange es nicht invasiv ist, werden wir sehen, dass es ein Massenmarktpotenzial für alle möglichen Apparate gibt. Aber es werden nie alle in der Lage sein, sie zu bezahlen. Arme Menschen, und die meisten Behinderten sind arm, werden sehr wahrscheinlich am Ende diejenigen sein, die keinen Zugang dazu haben. Im Prinzip ist unser Körper die letzte Bastion des Konsumerismus. Er wird also ständig Verbesserungen unterzogen werden. Was werden Sie tun, wenn behinderte Menschen Sie plötzlich übertreffen? Müssen Sie sie dann auch wieder übertreffen? Es gibt immer Mittel und Wege, wie Menschen ihre Körper verbessern können, abhängig jeweils von der verfügbaren neuen Technologie. Dieser Prozess einer Optimierung des Menschen hat vor langer Zeit eingesetzt. So leben unter uns zum Beispiel Menschen mit einem Herzschrittmacher. Ihm verdanken sie, dass sie weiterleben können. Solche Menschen sind bereits mit technischen Apparaten ausgestattet und demnach so etwas wie Cyborgs. Allerdings machen es die technischen Fortschritte inzwischen möglich, die Ausrüstung von Menschen mit Apparaten wesentlich weiterzutreiben. Denn man kann bereits ihre Hirnfunktion, die Arbeitsweise ihres Gehirns und ihres Gedächtnisses und so weiter verbessern. Und plötzlich haben wir eine atemberaubende apparative Ausrüstung des menschlichen Körpers. Es wurden bereits Glanzleistungen erreicht, die einen träumen lassen. So hat man zum Beispiel in den USA einem querschnittsgelähmten Patienten Mikroprozessoren implantiert, mit denen er seinen Computer durch Gedanken steuern kann. That's the best circle I can do. Now I'm going to exit. Ich habe fast ein Jahr in der DARPA verbracht, der Defense Advanced Research Projects Agency, dem Zweig des amerikanischen Militärs, der für Forschung und Entwicklung zuständig ist. Er hat ihr Leben bereits verändert, denn DARPA hat zum Beispiel das Internet erschaffen. Seine Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass das amerikanische Militär niemals von technischen Veränderungen überrascht wird, während es gleichzeitig sehr daran interessiert ist, den Feind zu überraschen. Deshalb interessiert es sich in letzter Zeit sehr für Biologie und Human Enhancement.
In Verbindung mit Afghanistan und Pakistan sind heute schon Angriffsdrohnen eine große Sache, die von Menschen gesteuert werden, die in Las Vegas sitzen, also auf der anderen Seite der Erde. Und ich würde behaupten, wenn sie von einem Sessel in Las Vegas aus eine Verfolgungsjagd im Auto in Afghanistan verfolgen können, dann haben sie im Grunde teleskopische Sehkraft. Have you ever moved an object just by thinking about it? I have. By Christmas, many more Americans will know what it feels like to levitate an object without even touching it. Two new toys are making real the dream of the ages, mind over matter. The harder you concentrate, the faster the fan rotates, and the higher the ball rises. Lose your concentration, and the ball drops to the bottom. Level one. I suspect, like my editors, many people will be completely weirded out by this mind over matter technology. And I don't blame them. Yikes! This fall, it will go on sale for a little more than $100. 200 years from now, we'll look back and say, this is where it all began. I'm Joel Garrow with The Washington Post. Der ursprüngliche Grund für das Interesse der DARPA an einer solchen Sache war, dass sie festgestellt haben, dass ein F-35-Kampfjet mit einem Steuerknüppel äußerst schwer zu fliegen ist. Also dachte sie sich, wie viel besser es wäre, wenn man dieses Flugzeug mit dem Gehirn steuern und es durch Gedanken dorthin fliegen lassen könnte, wo man es haben will. Das klingt nach Science Fiction. Und mein größtes Problem als Autor ist auch, die Menschen von dem zu überzeugen, was tatsächlich schon existiert, ganz zu schweigen von dem, was alles in Planung ist. Die Erde. Schauen wir uns unseren Planeten mal in einem neuen Maßstab an. Einem Milliardstel Meter, einem Nanometer. Plötzlich scheint sie ungeheuer gewachsen zu sein. Und genauso haben Nanowissenschaft und Technologie eine radikale Revolution eingeläutet. Was bedeutet Nanotechnologie eigentlich? Es bedeutet, wir machen etwas in ganz klein. Es ist also ein extrem weites Gebiet. Bei Nanotechnologie wird im kleinsten Maßstab gearbeitet. In der Chemie, in der Physik, in der Biologie, in der Materialherstellung oder im medizinischen Bereich, praktisch überall. Es ist also ein sehr weiter Begriff, der niemandem schadet. Also, los geht's. Die Entfernung zwischen Mond und Erde, etwa 1 Milliarde Meter, eine Tagesreise. Die Distanz zwischen einem Meter und einem Milliardstel Meter. Ungefähr die gleiche Kluft, die aber in wenigen Sekunden überwunden werden kann. Jetzt reisen wir tief in die Welt der Nanowissenschaft, bis in die Dimension eines Atoms. Um die heutige Nanorevolution der Wissenschaften zu verstehen, müssen wir zuerst diesen Sprung in ein Meer aus Atomen wagen. Neue Landschaften, neue Sensationen. Diese verborgene Welt umgibt uns ständig von allen Seiten. Jede weiße Kugel ist eine Wolke aus Elektronen, die den Kern eines Atoms verhüllt. Wir werden gleich herausfinden, wie Wissenschaftler diese Grenze erreicht haben. Das Land des Atoms. Und wie sie ein unendliches neues Feld von Forschung und praktischer Anwendung eröffnet haben. Soon researchers will bring us devices that can translate foreign languages as fast as you can talk. Materials 10 times stronger than steel at a fraction of the weight. And this is unbelievable to me. Molecular computers the size of a teardrop with the power of today's fastest supercomputers. To accelerate the march of discovery across all these disciplines in science and technology, I ask you to support my recommendation of an unprecedented $3 billion in the 21st Century Research Fund, the largest increase in civilian research in a generation. We owe it to our future.
Wenn Sie sich die gesamte Bandbreite dieser Technologien anschauen, Genetik, Robotik, Informations- und Nanotechnologie, und wie schnell sie sich auf uns zubewegen, dann ist die Frage, was passiert, wenn 5% davon funktioniert oder 10%? Es verändert, was es heißt, ein Mensch zu sein. We're here today to announce the first synthetic cell. A cell made by starting with the digital code in the computer, building the chromosome from four bottles of chemicals, assembling that chromosome in yeast, transplanting it into a recipient bacterial cell and transforming that cell into a new bacterial species. This is the first self-replicating species that we've had on the planet whose parent is a computer. Perhaps it's a giant philosophical change in how we view life. We actually believe this is going to be a very powerful set of tools. Es gibt mehrere Bezeichnungen für diese sogenannten konvergierenden Technologien, zum Beispiel Nano, Bio, Info, Cogno, genetische Robotik, künstliche Intelligenz oder Nanotechnologie. Wir bevorzugen das Akronym BANG, Bits, Atome, Neuronen, Gene. Das erinnert daran, dass es all diesen Technologien darum geht, eine Grundeinheit zu manipulieren. Die Biotechnologien folgen dem Konzept der Gene, dass das gesamte Leben auf diese einfache, fast schon digitale Einheit heruntergebrochen werden kann. In der Informationstechnologie ist es das Bit, die Einsen und Nullen, in der Hirntechnologie das Neuron und in der Nanotechnologie das Atom. Sobald wir die Einzelteile manipulieren und davon ausgehend etwas Neues aufbauen können, sind sie austauschbar. Wir können Gene und DNA aus Atomen bauen, wir können Informationen aus Atomen bauen und wir können mithilfe der Informationstechnologie unsere Biotechnologie verbessern. All diese Grundeinheiten helfen uns dann dabei, Materie neu zu programmieren, die Natur neu zu programmieren, als wäre alles nur ein einziger Computer. Und das treibt auch dieses Konzept der Konvergenz an. Wenn wir beim kleinsten Teilchen angekommen sind, dem kleinsten Pixel der Existenz, dann können wir diese Pixel in neue Materialien umordnen, in neue lebende Organismen und schlussendlich in neue Menschen, in neue Sozial- und Wirtschaftssysteme. Die Menschen, die am meisten auf diese Konvergenz drängen, glauben wirklich, dass wir mithilfe der synthetischen Biologie oder Nanotechnologie anfangen können, den gesamten Planeten zu manipulieren, dass wir den Klimawandel ausbügeln können, indem wir die Atmosphäre und die Klimasysteme verändern. Letztendlich ist der Plan, dass wir die kleinste und die größte Einheit kontrollieren. Und dazwischen sind wir gefangen, eingequetscht. Es gibt eine Hegemonie des Rechnens, der rechnerischen Vernunft über das, was ich das lebende Leben nenne. Nehmen wir einen jungen Trader, der Pensionsfonds verwaltet, der vor seinem Bildschirm seinem Beruf nachgeht, was man ihm ja nicht vorwerfen kann. Wenn er also beschließt, 10 oder 15 Milliarden Dollar von Polen nach Argentinien zu verschieben, weil dies eine bessere Rendite verspricht, tut er das mit einem einfachen Mausklick. Aber dadurch verändert er das Leben hunderter oder tausender polnischer Familien, die dadurch ihr Unternehmen, ihre Arbeit und so weiter verlieren. Hier besteht also eine Hegemonie des Immateriellen über das Materielle. Wir wechseln von einem Wirtschaftszweig zu einem anderen, wie Pittsburgh, das ehemalige Aushängeschild der amerikanischen Stahlindustrie. Ende der 80er Jahre war die Stadt stark angeschlagen. Doch sie verstand es, sich wieder aufzurichten, indem sie massiv in die Hightech-Nische einer neuen Neurowirtschaft investierte und zu einem der Hauptzentren der amerikanischen Hirn- und Robotikforschung wurde. Dies ist die erste Abteilung für maschinelles Lernen auf der Welt.
aber wie wir hoffen, nicht die letzte. Es ist eine neue Disziplin, die aber für viele Dinge genutzt werden kann. Tatsächlich verwenden viele Firmen sie bereits. Wenn Sie zum Beispiel irgendwo Ihre Kreditkarte durchziehen und der Computer entscheidet, ob er sie akzeptiert oder nicht, dann wird maschinelles Lernen genutzt. Denn die Firmen haben Millionen Daten von früheren Kreditkartentransaktionen, bei denen sie später feststellten, welche davon Betrug und welche in Ordnung waren. Und die verwenden sie als Trainingsdaten, mit denen sie dem Computer beibringen, bei ihrer neuen Transaktion zu entscheiden, ob sie akzeptiert wird oder nicht. Es wird auch oft in der Spracherkennung verwendet. Viele Leute sind an dem interessiert, was wir heute Gehirn-Computer-Schnittstelle nennen. Es wird stark gefördert, weil Firmen wie Google und andere Suchmaschinen sehr daran interessiert sind. Sie kennen die Zukunft und wollen nicht zurückbleiben. Sie wollen die Zukunft erschaffen. Deshalb fließen enorme Summen, um diese Technologie voranzutreiben. Please excuse me. These joystick and all the ones behind are doing these autonomous. They control the velocity. Ich arbeite seit 8 Monaten mit Tom zusammen. Ich promoviere in maschinellem Lernen und konzentriere mich speziell darauf, mit Hilfe von maschinellem Lernen besser nachvollziehen zu können, wie Menschen Sprache verstehen. Computer können viele Informationen verarbeiten. Google besitzt sehr viele Daten und braucht Menschen, die speziell dafür ausgebildet sind, Computer so zu programmieren, dass sie in riesigen Datenmengen Muster erkennen. Mein Anwendungsgebiet ist das Gehirn, aber die Algorithmen, die wir entwickelt haben, können auf alle Arten von Daten angewendet werden. Google möchte wissen, welche E-Mails Ihnen wichtig sind, damit es Ihnen helfen kann, diese Mails als erste zu sehen. Das ist maschinelles Lernen. Und dann gibt es noch so verrückte Dinge wie ein Handy mit Gedanken zu steuern. Es ist doch irgendwie doof, dass man tippen muss. Man sollte es einfach nur denken können. Im Moment mache ich nur Witze, aber wer weiß. Ich kenne mich bei Intel nicht so gut aus, aber bei der Vorstellung, dass sie langfristig Gehirn-Computerschnittstellen planen, frage ich mich, ob meine Kinder in Zukunft einmal Implantate haben wollen. Und ich dann sagen muss, erst wenn du älter bist, du kannst noch kein Mobiltelefonimplantat kriegen. In 2010, Social Media continued the move to mobile. 347% growth in Twitter mobile usage. 200 million mobile Facebook users. 100 million YouTube videos played on mobile devices every day. But let's talk about the monies. Jobs created by mobile industry, 2.4 million. Money invested by wireless providers in 1 year, 20.4 billion. More data, more apps, more competition, more mobile. Seit Hunderten von Jahren sind Philosophen und Psychologen, alle möglichen Menschen an der Frage interessiert, wie das Gehirn Ideen darstellt. Heute sind wir an einem Punkt in der Geschichte, an dem wir diese Frage in Angriff nehmen können. Wir können sie auf eine Art und Weise untersuchen, wie es selbst vor 15 Jahren noch nicht möglich gewesen wäre. How are you doing, Justin? Are you ready to get started? For the task you'll be doing today, you will see a word and a picture on the screen. Think about the object. Here we go. Der Scanner arbeitet sich einmal pro Sekunde durch sein Gehirn. Und jetzt, wo wir die Bilder von Justins Gehirn gesammelt haben, während er an bestimmte Worte dachte, lassen wir einen Computeralgorithmus die Daten der Hirnbildgebung betrachten und uns dann sagen, welches Wort zu welchem Bild gehört. Der Algorithmus weiß, dass es eines von 8 Worten ist, aber nicht welches. My first guess is chisel. My first guess is hammer. All right, it's doing pretty well so far. My first guess is bee. All right. So 7 out of 8. Yeah, it's really, truly a first. Pretty cool.
Wir fangen an, das Kodierungssystem des Gehirns zu erkennen. Diese Science-Fiction-Welt wird sich immer weiterentwickeln und wir werden ein neues und besseres Verständnis davon haben, wie unsere eigenen Gehirne funktionieren. Die ersten Kernspintomographen kamen in den 80ern auf. Heute gibt es vermutlich Zehntausende davon auf der ganzen Welt und ein paar Hundert oder Tausend davon werden verwendet, um Gedankenprozesse zu untersuchen. Viele Aspekte, viele Institutionen unserer Gesellschaft werden vielleicht schon bald von dem neuen Wissen über die Funktion unseres Gehirns profitieren, das wir gerade sammeln. Das ist eine neue, fortlaufende Studie. Jetzt machen wir den Teil mit den Gefühlen. Mit unserer Arbeit versuchen wir, die Dimensionen der emotionalen Darstellung zu bestimmen. Einige Unternehmen sind daran interessiert, ja. Stellen Sie sich Unterricht vor, in dem das als Mittel genutzt wird, um herauszufinden, ob er erfolgreich ist oder nicht. Sie könnten es vermutlich auch für die Marktforschung verwenden oder für Datingdienste. Es ist die Zukunft. Wir könnten gegenseitig unser Wissen und unsere Fähigkeiten nutzen, um unendlich viele Dinge auf dieser Welt besser zu machen oder schlechter. Wir stellen fest, dass unser Gehirn heute wie ein Computer betrachtet wird. Das heißt, wir besitzen bereits einen großartigen Computer. Wir müssen ihn nicht außerhalb von uns suchen, denn er ist schon in uns. Und diese Annäherung zwischen dem technischen Computer und dem natürlichen, den wir angeblich in uns haben, führt zu einer Art Versachlichung des Einzelnen. Das sehen wir heute ganz deutlich zum Beispiel in der Art und Weise, wie die Menschen sich auf Singlebörsen vorstellen. Nämlich so, wie sie sich bei einem Vorstellungsgespräch präsentieren. Da wird unsere Art, das Leben und das Lebende zu betrachten, neu definiert. Es wird die Fiktion eines Gehirnindividuums aufgebaut, also eines Individuums, das sein eigenes Gehirn ist und als solches eben auf dessen Arbeitsweise achten muss. Es muss also alles tun, um jegliche Fehlfunktionen zu vermeiden und sollte nicht zögern, auf künstliche Mittel zurückzugreifen, um die Arbeitsweise des Gehirns zu optimieren. Denn das, was offensichtlich auf dem Spiel steht, sind die Wettbewerbsvorteile. Das heißt, die Beziehungen zwischen den Menschen werden so neu gestaltet, dass zwischen den Individuen, die jedes für sich als eigenes Unternehmen betrachtet werden, die Regeln des Wettbewerbs herrschen. Die Technik verändert definitiv, wer wir sind, was wir sind, wie wir arbeiten, wie wir über uns selbst denken. Wenn wir kreativ und schlau sind, schaffen wir es immer wieder ins nächste Level. Wir gehen in den Himmel. Es gibt einen klassischen Gedanken des 18. Jahrhunderts, den der Vervollkommnungsfähigkeit. Dieser besagt, dass der Mensch sich verbessern, sich weiterentwickeln kann, unter anderem durch Bildung. Ein Gedanke, der heute allerdings in den Hintergrund gedrängt wird, mitunter sogar einfach aufgegeben und ausdrücklich kritisiert wird. Dafür ist ein anderer Gedanke auf dem Vormarsch, die Perspektive einer nicht endenden Verbesserung, die mit bestimmten Technologien vieles verändern möchte, einschließlich der Conditio Humana oder der menschlichen Natur. Der Transhumanismus entstand vor ca. 30 Jahren in Nordeuropa und den USA, um die Idee eines durch Technik gesteigerten, überperfekten Menschen zu fördern. Die Anhänger dieser neuen philosophischen und wissenschaftlichen Bewegung beabsichtigen, alle technologischen Hilfsmittel einzusetzen, um die menschliche Spezies zu optimieren und ihre Fähigkeiten der Wahrnehmung, der Erkenntnis, der Reflexion und ihre Leistung zu verbessern. Ihrer Meinung nach sind wir durch Handys und Computer bereits verbessert.
Diese digitalen Prothesen sind zu externen Organen geworden und sind inzwischen Teil unserer Identität. Die Transhumanisten hoffen, diese allmähliche Verschmelzung von Mensch und Maschine weiter voranzutreiben, um noch vor Ende dieses Jahrhunderts eine neue, leistungsfähigere Spezies zu erschaffen. Das postmenschliche Wesen. Wir können die Sicht von Blinden so verbessern, dass sie besser sehen als Sie oder ich. Technisch gesehen ist das ziemlich außergewöhnlich, ein Fortschritt. Aber eigentlich geht es darum, diese Technologie irgendwann bei jedem Menschen einzusetzen, damit er leistungsfähiger wird, obwohl er eigentlich normal ist. Also einen Übermenschen aus ihm zu machen. Man könnte sagen, es geht darum, die Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaften und der Weltwirtschaft zu verbessern, indem wir die Leistungsfähigkeit der Individuen optimieren. In dieser Hinsicht sind Verbesserung und Leistungsfähigkeit wohl die beiden Schlüsselwörter, um die direkte Verbindung zwischen der Ideologie der transhumanistischen Bewegung und der neoliberalen Logik zu begreifen. Es geht also um die Anpassungsfähigkeit der Individuen an alle möglichen Umstände. Wenn wir uns endlos verbessern müssen, dann deshalb, um uns immer mehr anzupassen. Diejenigen, die mitmachen, haben selbstverständlich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber denjenigen, die es nicht tun. Demzufolge werden sie auch bevorzugt und schließlich die Gewinner sein. Leistung, Anpassungsfähigkeit, Produktivität. Der Wettbewerb zwischen den Arbeitnehmern verschärft sich, weil es darum geht, dem Rhythmus zu folgen, den die neoliberale Wirtschaft diktiert. Die Technik setzt sich immer mehr als das Mittel durch, uns voneinander zu unterscheiden, in einem ewigen Rennen um die Optimierung unserer Fähigkeiten. We're human. That's what we do. We try and use our technology to improve our lives in one way or another. And to imagine that we're not going to use these technologies when they become available is as much a denial of who we are as to imagine that we'll use these technologies and not fret and worry about it a great deal. The lines are going to blur, and they already are, between therapy and enhancement, between treatment and prevention, and between need and desire. That's really the central one, I believe. And people can try and ban these things, they undoubtedly will, they have, but ultimately all this is going to do is just shift development elsewhere. It's going to drive these things from view. It's going to reserve the technology for the wealthy because they're in the best position to circumvent any of these sorts of laws. And some people are going to see this as an abomination, as the worst thing. It's just awful. And other people are going to say, this is great. This is the flowering of human endeavor. Here we are. It's the beginning of a new millennium. Thank you. Es ist ziemlich offensichtlich, dass wir uns über das Menschliche hinaus bewegen. Ich denke, wir leben in einer Zeit des Übergangs oder einer Zeit der Geburt. Etwas wird geboren. Was genau das ist, ist schwer zu sagen. Viele Menschen suchen nach einem Ausdruck dafür. Während einer Geburt herrscht Chaos. Es geht um unser Leben, um unsere Zukunft und um die unserer Kinder. Es geht darum, ob wir uns verwirklichen, ob wir überleben oder nicht. Und deshalb wird die Debatte darüber mit so viel Leidenschaft geführt. Wenn es darum geht, die Fortbewegung von jemandem zu verbessern oder ein Herz zu transplantieren, dann stehe ich der Wissenschaft positiv gegenüber. Ich bin ein Kind der Aufklärung. Ich hänge sehr an der Wissenschaft. Sie ist emanzipatorisch. Es ist die Wissenschaftsgläubigkeit, die uns zu Sklaven macht. Jemanden besser zu machen, hat damit nichts zu tun. Und da liegt ein Hauptproblem, der Bruch. La rupture, elle est là. Transhumanism. Transhumanismus ist die Idee der Verschmelzung von Mensch und Technik. Die Vorstellung, dass der Mensch mehr wird als das, was er biologisch gesehen ist, weil er neue Technologien und Wissenschaften nutzt, um sein natürliches biologisches Selbst zu übertreffen.
In den nächsten 10 Jahren werden Mobiltelefone in unserer Kleidung verschwinden. Wir werden sie auf dem Handrücken tragen als dünne organische LED-Displays, die nicht mehr wiegen als meine Armbanduhr. Wir werden Updates davon kriegen, was um uns herum passiert. Wir werden mit unseren Computern sprechen können und sie werden antworten. Sie sagen jetzt vielleicht, ich würde mir nie einen Chip implantieren lassen. Das fühlt sich nicht mehr an wie ich. Ich möchte natürlich sein. Ich erkläre Ihnen einmal, wie ein Chip funktionieren könnte, den Sie in 10 Jahren in Ihrem Körper implantieren lassen könnten. Wenn ich einen Chip in meinem Körper hätte, der drahtlos Daten sendet und meine Biochemie erfasst und somit genau weiß, ob ich zu viel industriell verarbeitete Lebensmittel zu mir nehme oder zu viel Zucker, dann wüsste er genau, wie viel Zucker ich im Blut habe. Dieser Chip könnte mit meinem Mobiltelefon, meinen Computern und meiner Umgebung kommunizieren und mir dabei helfen, gesünder zu essen. Wenn mein Cortisolspiegel hoch ist, könnte mein Kühlschrank mir einen maßgefertigten Smoothie machen, der meine Elektrolyte ausgleicht und mir dabei hilft, mein Cortisol zu senken. Und mein Chip könnte mit meinem Kühlschrank und meinem Mobiltelefon kommunizieren und mich dazu bringen, 20 oder 30 Minuten Sport zu machen, um meinen Cortisolspiegel zu halbieren. Und wenn ich Ihnen beweisen kann, dass eine Maus oder eine Ratte mit so einem Chip 50% länger lebt, werden eine Menge Leute das ausprobieren wollen. Copper tea. Fill kettle with 2 hot plus 1 PG tips tea bag in a clean mug. Carefully pour boiling water into the mug. I've been a vegetarian for 10 years. Ich bin seit 10 Jahren Vegetarier und treibe viel Sport. Wie alt schätzen Sie mich? Es ist immer schön, die Leute raten zu lassen. Ich bin 50. Nächsten Monat werde ich 51. I'll be 51 next month. Es gibt 3 oder 4 Hauptszenarien. Eines ist ein Scheitern oder eine Katastrophe. Ein anderes sieht so aus, dass wir unsere derzeitigen Grenzen transzendieren, über sie hinauswachsen und zu etwas anderem werden. Und das dritte ist, sich einfach durchzuwursteln. 3 Schritte nach vorne, 2 Schritte zurück. Die meiste Zeit sieht es nicht nach Fortschritt aus. Das ist der Tanz der Evolution. That's the evolutionary dance. That's what we're doing. Den tanzen wir. Aber unsere Maschinen transzendieren ihn. Sie wachen auf. Sie sind noch nicht intelligent genug, um Gefühle zu haben. Wir als ihre Konstrukteure wissen noch nicht, wie man Maschinen baut, die fühlen können. Aber das werden wir irgendwann. Denn wir fangen an, die Mechanismen zu verstehen, die im menschlichen Gehirn Emotionen erzeugen. Und wenn wir die in unsere Maschinen stecken, werden sie nicht nur denken, sondern auch fühlen. Und wenn sie erwacht sind, werden wir sie nicht mehr als etwas sehen, das von uns getrennt ist, sondern als intime Verlängerung unserer selbst. Wir werden zu ihnen. Das ist für mich das wahrscheinlichste Szenario einer Welt jenseits der Menschen. Es ist immer noch Leben. Die Menschheit und alle ihre Elemente sind immer noch vorhanden. Aber es ist postbiologisch. Es
Die Maschinen werden in den nächsten 50 Jahren eine Art Erwachen erleben, ähnlich dem eines Babys. Und wenn Sie sich zurückerinnern, wie das für Sie war, dann ist das ein ziemlich schönes Szenario. Das sind keine lebenswerten Spinner, die davon träumen. Da ist zum Beispiel der berühmte Bericht über die Konvergenz zwischen Nanotechnologie, Biotechnologie, Informatik und Kognitivwissenschaften, den Präsident Clinton in Auftrag gegeben hat. Vernetzte Gehirne träumen zum Beispiel davon, einen bionischen Menschen zu erschaffen, damit er ein leistungsfähigerer Krieger wird. Dieser Bericht enthält richtige Perlen. Sätze wie: Der Mensch ist das schwache Glied im Krieg von morgen, weil er essen muss und extreme Temperaturen nur schlecht erträgt. Das ist der Soldat, der junge Mensch, den man in den Irak schickt. Aber der ist ja ein echter Mensch und wird doch behandelt wie bloße Materie, wie angeblich menschliche Materie. NBIC. Diese vier Buchstaben stehen für die Konvergenz der vier führenden Technologien, die auf eine Optimierung menschlicher Fähigkeiten zielen. Our first speaker is Dr. William Bainbridge. Der 2003 in den Vereinigten Staaten von der National Science Foundation veröffentlichte Bericht wurde von zwei Co-Autoren verfasst, von denen einer aus seiner Affinität zur transhumanistischen Bewegung nie einen Hehl gemacht hat. Current Western society is not viable in the long run as it currently exists. We face an abyss, the same one that Nietzsche looked into over a century ago. On the other side, I believe and I hope, will be a viable kind of transhuman life. But in between is great peril. I argue that transhumanism is really not a choice, but a necessity. I see NBIC technologies as very close to the World Transhumanist Association. What role are we going to play in the world? To what extent can we work within existing social and cultural structures versus creating our own? It's not just a single individual. You are the heroes of the future. You and the millions more like you who will join this wider movement over the coming decades. Ich bin Transhumanist. Ich bin insofern Transhumanist, als ich mich für Projekte zur Verbesserung der Menschen interessiere. Ich glaube, transhumanistische Ideen verbreiten sich in der Kultur und werden eine unvorhersehbare Wirkung auf Politik und Kultur haben. Ich behaupte, das ist eine breite Veränderung. Wir sind nur die Spitze des Eisbergs. Es wird einen viel breiteren kulturellen Wandel geben. Wir hatten marginalen Erfolg. So war zum Beispiel William Sims Bainbridge wesentlich dafür verantwortlich, dass die National Nanotechnology Initiative das Konvergenzprojekt finanziert. Alle, die an diesen Projekten beteiligt waren, hatten legitime Ziele, die sie erreichen wollten. Es ging also nicht nur darum, Transhumanismus als Projekt voranzubringen. Das Militär war beteiligt, weil sie an einer militärischen Verbesserung des Supersoldaten interessiert sind. Die Wirtschaft war beteiligt, weil sie an den daraus entstehenden Produkten und auch an der Finanzierung von Grundlagenforschung interessiert war. Und Grundlagenwissenschaftler waren beteiligt, weil sie die Finanzierung wollten. Es war also ein legitimes staatliches Projekt, und dass es sich so eindeutig auf die Bestrebungen der Transhumanisten zur Verbesserung des Menschen konzentrierte, lag daran, dass einige transhumanistische Denker dem Projekt diese Form geben konnten. Das war überraschend. Das Problem ist, dass es eine Bewegung ist, die an der Schnittstelle von Politik, Wissenschaft und Philosophie steht. Und dazu stellt sie sich auch noch als Lobby dar.
Wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Das Schlimmste wäre zu glauben, dass wir es hier lediglich mit ein paar Wissenschaftlern oder Philosophen zu tun haben, die ihre Träume für die Wirklichkeit halten. Es ist viel mehr als nur das. Diese Leute haben auch die Mittel, um tatkräftig auf die Politiker einzuwirken, wenn es um die Arbeitsweise bestimmter Institutionen und um die Ausrichtung der Forschung geht. Denn das ist eine sehr wichtige Frage. Wir sollten das Ganze wirklich nicht unterschätzen, ganz im Gegenteil. Ray Kurzweil is here. He has been called the rightful heir to Thomas Edison. His new book is entitled The Singularity is Near. When humans transcend biology. I read your book, some of the most frightening and yet hopeful stuff I've ever read. Ray Kurzweil is a pioneer in the field of artificial intelligence. He's an award-winning scientist and engineer, a millionaire. Bill Gates has called him the best in the world at predicting the future. Inventor Ray Kurzweil thinks that one day humans may be able to live forever. We come back to this book. The singularity is near. What does singularity mean? When you say the singularity is coming, what does that mean exactly? And that's what you mean by the term singularity? What is singularity? You go back 500 years, not much. Vor 500 Jahren ist in einem Jahrhundert nicht viel passiert. Heute passiert sehr viel in 6 Monaten. Die Technik nähert sich selbst und verändert sich immer schneller. In etwa 40 Jahren wird sich der Wandel so schnell vollziehen, dass sie nicht in der Lage sein werden, ihm zu folgen, außer sie verbessern ihre eigene Intelligenz, indem sie mit der intelligenten Technik, die wir schaffen, verschmelzen. Das ist so eine tiefgehende Transformation, dass wir eine Metapher aus der Physik entlehnt haben und es Singularität nennen. Turn right, then turn left. 2009 gründete Ray Kurzweil die Singularity University in Kalifornien, südlich von San Francisco, mitten im Silicon Valley. Doch warum wählte er ausgerechnet einen NASA-Stützpunkt, um dort den Campus dieser beispiellosen Universität anzusiedeln, der dazu auch noch in der Nachbarschaft des gigantischen Google-Firmensitzes liegt? From the beginning of time through 2003, the world created about 5 exabytes of digital information. Last year, we created 5 exabytes in 10 days. In 2013, we'll create 5 exabytes in 10 minutes. There is a huge creation of data, and it is only growing exponentially faster. I want you guys to get a feeling for what exponential technologies feels like. Because you can take advantage of it if you're ready for it, and you can be put out of business if you're not. I want you to think about what you can do to teach yourself to think exponentially, and what will you do in your company to make teams understand exponentials? My goal with Mit der Singularity University will ich den klügsten Studenten der Erde und den Top-Führungskräften Technologien anbieten, um herauszufinden, wie wir mit ihnen die größten Probleme der Welt, die großen Herausforderungen lösen. Wasser, Nahrungsmittel, Energie, Erziehung, medizinische Versorgung, Demokratie. Wir haben ein paar Felder ausgewählt: künstliche Intelligenz, Robotik, Nanomaterialien, Biotechnologie und Bioinformatik, Computerwesen und Netzwerkwissenschaft, Medizin. Diese Felder wachsen und verändern die Welt, in der wir leben. Wir lehren sie und helfen unseren Studenten dann dabei zu verstehen, wie diese Technologien ihr Geschäft verändern können und wie sie mit ihnen viel mächtigere Dinge tun können als je zuvor. Living things are a type of computer. They are protein-based computers and they compute with chemicals. But they compute. It's just a free living computer, a computer that can calculate and duplicate. It's opening the door to really reprogramming every living creature and every product that a living creature can make. And you basically get biodiesel and Jet A and et cetera just by engineering a microbe. It's really cool. This opens up a new shadow tree of life. But this is a tree of life that doesn't evolve through natural selection. It evolves through human intention. What's really going to push synthetic biology forward? It's you guys. There's no end to it. None. It just gets more, 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 more computing. Well, there'll be more and more biotechnology.
Thank you. Ich habe zufällig einen Artikel über dieses Programm in der New York Times gelesen. Einige Tage lang präsentieren dabei Wissenschaftler aus aller Welt, die zu den besten bestimmten technischen Fachbereichen gehören, Menschen, die nicht in der Technologie tätig sind, das, was in verschiedenen Fachgebieten vor sich geht und was vermutlich unser Leben verändern wird. Ich will mehr investieren und diesen vielversprechenden Bereichen mehr von meiner beruflichen Energie widmen. Wir haben zwei Programme, ein regelmäßiges einwöchiges Führungskräfteseminar, aber das Herz des Ganzen ist das zehnwöchige Sommerprogramm für 80 Studenten im Aufbaustudium aus der ganzen Welt. Sie kommen aus 35 oder 40 verschiedenen Ländern und wir suchen nach der nächsten Generation an Führungskräften. Today what I want to talk to you about is not if you're going to change the world, but how you're going to do it. You are inheriting a world filled with a kind of peril that my generation never faced. The good news is, you're going to have tools that we never had. You will have the tools and you will learn the skills this summer to take on the hardest challenges in the world. The tools of creativity, of innovation, of disruptive change are in everybody's hands and they're not expensive. I mean, look at the founding partners. Autodesk was designed and built using PCs. Google was a couple of college kids on their $1,000 laptops. If you ask people, are they working on something that could really change the world? How many people can answer yes? If I was a student, this is where I would want to be. One student has published 8 papers in neural computation and neural prosthesis. One student is a founding member and program director of 2 NGOs. The youngest one started coding at the age of 4. It's time to dedicate your lives to solving one of the world's biggest challenges. And if you're not doing that, it's time to reorient yourself towards that goal. Dieser Ring ist vom MIT, eine sogenannte Graduiertenratte, für mein Master. Und dieser hier ist von der Singularity University. Da steht Nano Info Bio. Hier steht das Jahr, in dem ich dort war, im binären System. Das ist eine Rakete auf einer exponentiellen Kurve, die für den Fortschritt steht, der abhebt. Daneben die Inschrift 10 hoch 9 plus, die sich auf die Mission der Singularity University bezieht, mehr als 1 Milliarde Menschen positiv zu beeinflussen. Die Menschheit wird sich zu einer Mensch-Maschinen-Zivilisation entwickeln. Wir werden mit unserer Technik verschmelzen, um die menschliche Verfassung zu verbessern. Viele Menschen werden es aus medizinischen Gründen tun, weil ihr Körper sie im Stich lässt und mechanisch zu werden ihre einzige Überlebenschance ist. Viele Menschen werden es machen, weil sie es cool finden, weil sie die Möglichkeiten darin erkennen. Und es wird auch sehr bedauernswerte Fälle geben, Menschen, die es tun müssen, um mit der Gesellschaft mithalten zu können, um relevant zu bleiben. Die Geschwindigkeit des technischen Wandels wird so hoch sein, dass er mit dem menschlichen Gehirn in seiner biologischen Form schwer zu begreifen sein wird. Zumindest teilweise zur Maschine zu werden, wird den Menschen dabei helfen, mit der zukünftigen Flut an Informationen fertig zu werden.
Das menschliche Wesen mit seinem fehlbaren Körper und seinen begrenzten Fähigkeiten wird also nicht mehr genügen. Vielleicht ist es ja auch bald ganz veraltet, trotz all seiner rastlosen Bemühungen, dem Rhythmus des technischen Fortschritts zu folgen. Ich habe 2006 mit 14 Jahren mein Studium am MIT aufgenommen. Ich war der Jüngste, der jemals ein Aufbaustudium an dieser Universität begonnen hat. Als ich letztes Jahr die Singularity University besuchte, kam überraschend der Mitbegründer von Google, Larry Page, zur Eröffnungszeremonie und wir hatten eine kurze Diskussion über künstliche Intelligenz. Er meinte, es gäbe zwei Möglichkeiten, künstliche Intelligenz umzusetzen. Einmal, indem einfache Algorithmen in einem riesigen Maßstab angewandt werden, so wie Google es macht. Die zweite Möglichkeit beginnt damit, die einfachsten biologischen Nervensysteme zu verstehen und sich dann von dort aus zu immer intelligenteren Kreaturen hochzuarbeiten. Ich bin da rausgegangen mit dem Projekt, das Gehirn eines Wurms zu simulieren. Also habe ich mich für das Biophysikprogramm in Harvard beworben. Das hier ist derselbe Campus, auf dem Mark Zuckerberg vor 7 Jahren Facebook gegründet hat, den aktuellen Hit im Silicon Valley. Facebook sammelt viel von der persönlichen Habe, die sie im Laufe ihres Lebens ansammeln, ihre Fotos, ihre Geschichten. Aber es sammelt nicht ihr selbst. Es ist nicht möglich, auf der Grundlage ihres Facebook-Profils nachzustellen, wie sie denken, handeln oder auf eine bestimmte Situation reagieren. Ich denke, wir müssen viel mehr Daten sammeln, als nur die Dinge, die Menschen von alleine einbringen. Wenn wir das Individuum von seinem fehlbaren biologischen Körper abkoppeln können, dann müssen wir den Tod nicht mehr auf dieselbe Weise betrachten wie heute. Indem wir ein Backup von uns selbst auf Harddisk erstellen, werden wir eine unbegrenzte Lebensdauer erreichen. Ich fange gerade mit dem kleinsten Organismus an, dem Wurm Caenorhabditis elegans. Und ich gehe davon aus, dass es etwa 3 Jahre dauern wird, ein Verfahren zu entwickeln, den Geisteszustand dieses Wurms in einen Computer zu kopieren. Das klingt nach wenig, aber wir werden in der Lage sein, auf diesen Techniken aufzubauen und ähnliche Methoden zu entwickeln für Zebrafische, für Fliegen, Mäuse, Katzen und Hunde, Affen und schließlich für Menschen. Und wenn wir dieses Stadium erreicht haben, haben wir nicht nur eine Schablone, mit der wir künstliche Intelligenzen bauen könnten, die auf dem menschlichen Gehirn basieren, sondern wir werden auch Erinnerungen und Erfahrungen eines einzelnen Menschen in eine Datei kopieren können. So the connectome is known? Yes. And it's what, only a few hundred neurons? 302. Now will you then develop, okay, that's the model for this type of cell? I think it will be necessary to model the whole system in totality. What do you hope to learn from that? The interesting dynamics for behavior are at the level of cells and not lower than that. Well, that's an interesting point. What's the timeline for your project? I think it's conceivable to get to human by this method in about 20 to 25 years. Der Tod ist eine Tragödie. Wir haben immer noch nicht genug Wissen, um ewig zu leben,
Aber wir haben heute schon genug Wissen, um an einen Punkt in der Zukunft zu gelangen, an dem wir mehr Wissen haben werden, das uns wiederum weiter in die Zukunft bringt. Und schließlich an einen Punkt, an dem wir ein Backup von uns selbst erstellen können. Es wird nie eine Garantie auf Unsterblichkeit geben, aber wir werden an einen Wendepunkt kommen, an dem wir durch wissenschaftliche Fortschritte immer mehr Zeit hinzufügen. Wir werden nicht in einem großen Sprung von hier nach dort gelangen, wo Sie dann einen Fragebogen ausfüllen. Ich will durch Technik verbessert werden, ja oder nein. Das geht in Hunderten, Tausenden kleinen Schritten. Jeder Schritt unterliegt der Nachfrage und der Akzeptanz am Markt. Und die Menschen werden es akzeptieren. Es wird nicht darum gehen, ob ich mich verbessern lassen will oder nicht. Es wird Millionen von Möglichkeiten zur Auswahl geben. Es gibt bereits 1 Million verschiedene Apps, die Sie auf solche Geräte laden können. Und in der Zukunft werden auch 1 Million Möglichkeiten zur Wahl stehen. Sehr wenige Menschen werden es komplett ablehnen. Bei Jenseits der Menschheit geht es darum, dass wir uns selbst ins Netzwerk begeben, dass wir nicht mehr nur miteinander als diese Fleischklumpen, die wir sind, interagieren, indem wir mit den Fingern tippen und übers Internet kommunizieren, sondern dass wir tatsächlich ein Teil des Netzwerks werden. Beim Transhumanismus geht es darum, zu einem Teil der Maschine zu werden. Es würde also bald eine Welt der Maschinen entstehen, inklusive der Verheißung von Unsterblichkeit. Doch für wen und wozu? Was ist denn der Körper für ein seltsames Ding? Wenn man im Internet surft, ist er doch ziemlich sperrig. Ein Körper altert, bekommt Falten. Also gibt es den Traum vom Immateriellen, davon uns unseres Körpers zu entledigen. So wie sich die Ökonomen auf den Finanzmärkten der wirklichen Wirtschaft entledigen, zugunsten der unwirklichen virtuellen Spekulation, so empfehlen uns die Technopropheten, uns unseres Körpers zu entledigen, ihn zu vergessen. Ich glaube, wenn wir uns auf die Unsterblichkeit konzentrieren und darauf technische Ersatzmittel zu nutzen, um das zu ersetzen, was wir haben, dann verlieren wir die Essenz dessen, was uns zu Menschen macht, unsere Schwächen, unsere Fehler. Ich wäre ziemlich nervös, würde ich in einer Welt leben, in der wir nach Perfektion streben. Wir neigen eher dazu, jemandem gegenüber intolerant zu sein, der unser Level nicht erreicht, der nicht perfekt ist, der den technischen Standards, die wir setzen, nicht gewachsen ist. Welche Standards sind das? Qualitätskontrolle, Vorhersagbarkeit der Ergebnisse, ein hohes Maß an Effizienz und Nutzen. Wollen wir in einer Welt leben, in der Menschen nur nach diesen Einheiten gemessen werden? Dann werden wir zu Maschinen. In etwa 20 Jahren, ich habe das Datum 2029 gewählt, wird eine Maschine, eine künstliche Intelligenz, menschlicher Intelligenz ebenbürtig sein und sie sogar übertreffen. Unsere Gehirne werden zum größten Teil nicht biologisch und wir also im Grunde Maschinen sein. Wir können aufhören zu altern, wir können ewig leben. Wir werden gottähnlich werden. Die Leute hören das nicht gerne, aber unsere Mission ist es, alles zu wissen. Unsere Gehirne an Google anschließen zu können, omnipotent zu sein, etwas auf der anderen Seite der Erde kontrollieren zu können, omnipräsent zu sein, die Gedanken von jemandem in Japan oder Hawaii zu kennen oder von jedem Menschen zu jeder Zeit. Wer dann den Stecker rauszieht, wird sehr einsam sein. Wissenschaft und Technik lassen uns unsere eigenen Grenzen überwinden und somit Leid, Krankheit, Depression, alles, was negativ bewertet wird.
Darin liegt eine religiöse Ersatzdimension, die wir nicht ignorieren dürfen, auch wenn es als etwas ganz anderes als eine Religion dargestellt wird, nämlich als das natürliche Ergebnis oder der logische Fortsatz der Fortschritte von Wissenschaft und Technik. Der Zugang zu immer höher entwickelter und kostspieligerer Technik führt nicht unbedingt zu einer Verbesserung des Gemeinwohls. Er kann genauso das Projekt einer Elite sein und somit einen gewaltigen Bruch in der Menschheit verursachen. Das stellt ein politisches Problem dar, und zwar, wie ich meine, eines der schwerwiegendsten für die heutige Menschheit. Diese Leute lassen gerne einen beträchtlichen Teil der Menschheit am Straßenrand stehen, bis er endgültig verschwindet. Es bedarf dazu keiner wirklichen Vernichtung. Sie werden ausgelöscht, weil sie weniger wert sind. Das wird ihnen zum Verhängnis. Auf gewisse Weise wird so eine Art Zäsur, ein Bruch, hingenommen. Wenn eine neue Technik auf den Markt kommt, die die Medizin oder die Informationstechnik oder ein anderes Feld verändert, können die Regierungen sich nicht mehr fragen, wie wird uns das beeinflussen, wie regulieren wir das? Zu spät, es ist bereits passiert. Ihr könnt es nicht regulieren. Bei einigen Technologien wird eine Regulierung nicht möglich sein. Und wenn sie dann sagen, stoppt die Forschung, ihr dürft in den USA keine Stammzellenforschung betreiben, dann ist das eine ganz traurige Sichtweise. Das bedeutet nur, dass die besten Forscher nach Südkorea, China oder sonst wohin gehen. Es gibt keine Grenzen mehr, und die Vorstellung, innerhalb nationaler Grenzen etwas zu regulieren, halte ich für eine Sichtweise aus dem 20. Jahrhundert. Ich glaube, die transhumanistische Bewegung ist im Moment so stark, weil aus der Dotcom-Internetblase viel Geld fließt. Die Leute aus dem Silicon Valley zum Beispiel sehen alles als Information, weil ihre Welt so funktioniert. Sie haben mit Informationen viel Geld verdient. Und wenn sie diese Metapher auf die Biologie, die Medizin oder andere Bereiche übertragen können, können sie dort vielleicht auch Geld verdienen. Ob es auch als echte Metapher funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass dort gerade viel Geld drin steckt. Sieht man sich die Lage in den USA etwas genauer an, so stellt man fest, dass diese technisch-wissenschaftlichen Projekte mit dem rechten Flügel des amerikanischen Liberalismus verbunden sind, der die kalifornische Singularity University finanziert hat. Das ist die ultraliberale Rechte, die Libertarier. Die Verbindungen mit einem handelsorientierten Großprojekt und der Logik der handelsorientierten Gesellschaft sind unübersehbar, ernüchternd, ja beängstigend. Es gibt auf der ganzen Welt Transhumanisten. Aber wenn Sie sich auf die transhumanistische Gemeinde im Silicon Valley und an der kalifornischen Küste konzentrieren, dann finden Sie dort fast ausschließlich überzeugte Kapitalisten und Anhänger libertärer Politik. Und die hatten von Beginn an einen unverhältnismäßig großen Einfluss auf das globale transhumanistische Denken. Im Silicon Valley gibt es Menschen, die vielleicht ein bisschen zu zuversichtlich sind im Hinblick auf sich selbst und die Idee haben, das Leben für alle anderen neu gestalten zu können. Ich war einer von ihnen. Das Silicon Valley hat sich von einem Ort, an dem Technik entsteht, die die Menschen nutzen können, in eine Art neues Machtzentrum verwandelt, und das stört mich. Es ist unglaublich seltsam, dass es direkt gegenüber von Google diese neue Singularity University gibt. Was wäre, wenn eine radikale, traditionelle Religion auf demselben Campus ihren Sitz hätte wie eine der größten Spionagebehörden der Welt? Ich glaube, da wären die Leute ganz schön außer sich.
Und das sollten sie auch sein. Facebook und Google haben weitaus mehr Informationen über die Bürger von Frankreich, als die französische Regierung sie je speichern dürfte. Google is the most powerful search engine on Earth. Today, billions of users Google for any kind of information. Google stores the entire known web in its giant database. And there's more. Gmail offers several gigabytes of free storage. It's no secret. All your mails, including received mails from your friends, are scanned. Google is methodically collecting personal data in many more ways, using cookies and account information. Merely to offer relevant text ads, Google can create incredibly detailed dossiers on every one of us. Total control, not merely on the web. Google is conducting research in the fields of molecular biology and genetics. What if Google had a file on you, even including your entire genetic data? Every human being would become completely transparent. Es geht nicht einmal darum, dass die Leute, die die riesigen Spionageserver betreiben, die Welt kontrollieren wollen. Sie sind ja nicht größenwahnsinnig. Sondern sie glauben, dass Informationssysteme und Informationsanalyse das Leben perfektionieren werden. Lassen wir den Transhumanismus einmal beiseite. Dann geht es beim Verbessern von menschlichen Wesen darum, einen neuen Markt zu schaffen, um die globale Wirtschaft am Laufen zu halten. Regierungen legen immer größeren Wert auf technische Produktion, auf Innovation, und manche Länder sind in Wettläufen um Technologien gefangen. Bonjour à tous. Alors, il est facile de présenter Jean Terme. Il suffit d'interroger Google. Alors, des dizaines et des dizaines de pages lui sont consacrées. On voyage avec lui de New York à Pékin, de Bruxelles à Berlin. On passe du CEA au centre de recherche les plus sophistiqués, les plus prestigieux. Bref, Jean Terme est partout, sur tous les fronts. Merci Jean. Bonjour à tous. On considère aujourd'hui qu'un pays comme la Chine, par exemple, dans les domaines qui sont les domaines de plus haute technologie, ils sont passés du stade de sous-traitant au stade d'innovateur, leader, en moins de 10 à 15 ans. On n'a pas ni des politiques, ni des stratèges dans nos pays occidentaux qui ont une vision à long terme. Alors que les Chinois, ils ont bien regardé, ils ont dit, voilà, on va ta-ta-ta-ta-ta, on va être leader. Quand on va être leader, on va interdire aux gens de produire ces produits comme ça, on produira tout en Chine. Et s'ils veulent produire, ils viendront mettre leurs usines en Chine et on récupérera la techno. Ils sont simplement meilleurs que nous. Alors qu'est-ce qu'il faut arriver à faire pour être dans la compétition? La première chose, il faut continuer à faire toujours plus petit, c'est-à-dire 1 milliard de transistors, ça ne suffit pas, il faut passer à 10 milliards, on passera à 100 milliards sur une puce. Des puces, vous en mettez partout. Donc si les télécoms vont mal pendant 2 ans, ce n'est pas grave, vous en mettez dans l'automobile. Si l'automobile va mal, ce n'est pas grave, vous en mettez dans la défense va mal, vous en mettez dans la santé. En ce qui concerne la visuelle, là ça ne veut plus avancer, là il y a un problème. Hein. Voilà. Bouge plus, là, il est planté votre ordinateur. Florence, je fais quoi? Je suis désolé, là il se passe quoi là? Ah, ça revient, c'est parti. Alors comment on peut faire pour s'en sortir? La seule solution, c'est de poser des brevets. Et aujourd'hui, tout l'enjeu mondial, il se joue là-dessus. C'est-à-dire qui possède les brevets qui vont déterminer les produits de demain et quels sont ceux qui vont être les leaders dans quelques années. Ça va, vous suivez? Ça vous ennuie? C'est bon? Je continue un peu ou pas? C'est quand même extraordinaire. Es ist schon erstaunlich, dass die Erklärung, wir würden einen Rückstand auf die USA, Japan oder andere haben, genügt, um diese Projekte intelligent erscheinen zu lassen. Wir werden einen Rückstand haben, wenn sie gegen die Wand fahren. Also ist es eher ein Vorsprung. Wir leben in einer Zeit, in der es dringlicher ist, nicht weiterzugehen, sondern auf dem Stand zu überleben, auf dem wir heute sind. Es gibt Leute, Wissenschaftsgläubige, die sagen, unsere Zeit bereitet uns Schwierigkeiten, der einzige Ausweg ist noch mehr Technowissenschaft. Ich finde diesen Diskurs skandalös. Ich muss an die Japaner denken, die gerade sehr hoher Strahlung ausgesetzt sind und das nur, weil man 20% mehr Energie haben wollte. Das ist vollkommen verrückt und einfach unseriös.
Der Vormarsch des technowissenschaftlichen Fortschritts beschleunigt sich also unter dem Druck des internationalen Wettbewerbs. Von den Prophezeiungen der Transhumanisten einmal abgesehen, wirkt sich diese Flucht nach vorn bereits auf unser Leben aus, von der Geburt bis zum Tod. So wie hier in Südkorea, wo Versuche fernab der Labore eine Ahnung davon vermitteln, wie unsere Welt eines Tages aussehen könnte. Do you remember how to check your attendance to Robot Sam? Okay, Jimin. Hello, teacher, Robert Sam. Hello, Jimin. Hello, teacher, Robert Sam. Hello, Kim Joon. Listen carefully. Listen and repeat. Eraser. 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 Okay, listen and repeat. May I help you? May I help you? Everyone? Okay. You did a good job. Can you understand it? Yeah. Okay. Excellent. Der Roboter hat mich anfangs sehr nervös gemacht. Trotzdem habe ich ihn im Unterricht eingesetzt. Er könnte das Bildungssystem revolutionieren. Wir Menschen müssen uns mehr anstrengen. Das ist schon interessant. Heute benutzt jeder mindestens einen PC. Ich zum Beispiel besitze mehrere Smartphones, PCs, Smartpads, etwa 6 Geräte. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass jedem von uns in etwa 10 bis 20 Jahren mehrere Roboter im Alltag zu Diensten stehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele alltägliche Verrichtungen wie Putzen, Unterhaltung, Erziehung, Babysitten etc. von Robotern übernommen werden. Es könnte gut sein, dass es in etwa 10 oder 20 Jahren mehr Roboter gibt als Autos. Roboter werden immer menschlicher. Und sie verlassen die Welt der Fabriken, auf die sie bisher beschränkt waren. Nach und nach dringen sie in unser Leben ein. Weniger kostenaufwendig als Menschen werden die unermüdlichen und fügsamen Maschinen zur Produktivitätssteigerung im Dienstleistungsbereich beitragen. Und dabei mehr und mehr den Platz der Menschen einnehmen, die ihrerseits bei der Arbeit immer mehr zu Robotern werden. Was für eine Welt wird da bald entstehen? Auf dem Höhepunkt eines gnadenlosen wirtschaftlichen Wettlaufs, dem es an Menschlichkeit immer mehr fehlt. Un instant, s'il vous plaît. Veuillez maintenir le silence pendant quelques instants. Veuillez prononcer. Zéro. Zéro. Un. Un. Deux. Deux. Vous êtes l'utilisateur Laurent Martin. Dites OK pour vous connecter. OK. Client, Dunkerque. Total mission, 43 colis. Cinq, trois, quatre. 20 cartons. 3 OK. 3 restes 17. 2 OK. 2 restes 6. Quantité. Total 20. Validé 20. Bouteille. 2, 1, 3. 2 cartons. 2 OK. 77. 1 OK. 152. 6, 3, 4. 1 carton. 1 OK. Préparation terminée. Impression des étiquettes. On est plus tout seul. Man ist nicht mehr allein. Da ist jemand, der mit einem spricht. Une puce implantée dans le cerveau? Einem Gehirn implantierter Chip? Das wäre ein bisschen zu weit hergeholt. Ich glaube schon, dass die Technologie den Menschen bis zu einem gewissen Punkt befreit. Ich bin frei. Ich kann eine Aufgabe unterbrechen, rausgehen, einen Kaffee trinken und die Arbeit wieder aufnehmen. Kein Problem. Ich werde nicht von der Maschine gelenkt, sondern umgekehrt. Ich lenke die Maschine. Und ich hoffe noch lange. Ich bin optimistisch. Optimist. Aujourd'hui,
Unter dem Druck von verschiedenen Seiten besteht heute die Gefahr einer funktionalen Gesellschaft. Das heißt, der Einzelne bekommt bestimmte Plätze und Funktionen zugeteilt. Er verkommt sozusagen zum technischen Segment, zu einer Art Ersatzteil der Spezies. Das heißt, es ist zwar immer öfter von unserer Zustimmung die Rede, von unserer Autonomie, unserer Selbstständigkeit, doch zur gleichen Zeit treten Maßnahmen in Kraft, die den Spielraum der Freiheit des Einzelnen immer weiter einengen. Die Wissenschaft hat Einfluss darauf, wie wir unsere Gesellschaft lenken. Ich bin nur ein einzelner Wissenschaftler, der Bilder des Gehirns erstellt. Aber wenn das Wissen aus unserem Labor und vielen anderen immer größer wird, müssen wir auf einer viel breiteren Ebene, auf der gesellschaftlichen Ebene entscheiden, wie wir die Art ändern wollen, wie wir kommunizieren. Die Art, wie wir unsere Kinder erziehen und wie wir mit unseren älteren Mitbürgern umgehen. Das ist tatsächlich eine der größten neuen Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Ich finde, wir sollten ein Gehirnministerium haben, das sich mit eben diesen Fragen befasst. Noch nie steckten wir so tief in einer Welt, in der die Wirklichkeit so devitalisiert, geometrisiert, planifiziert, virtualisiert und digitalisiert ist wie heute. Nicht nur die Wissenschaften werden immer technisierter, sondern auch unsere Art zu leben, zu existieren. Auf der ideologischen Seite besteht die Gefahr darin, dass wir politisch dazu gebracht werden könnten, zu denken, wir seien Tiere wie alle anderen auch, um es verkürzt auszudrücken. Dann werden sie nämlich auch wie Tiere behandelt. This is Matilda. G'day. I'm happy to be here, playing games with you. Number 33, or the threes. Repeating, number 33. Next. Number 85. 85. Repeating, number 85. Next. Wir nutzen Bingo als ersten Kontakt zu unseren älteren Bewohnern, weil das die gemeinsame Aktivität hier ist. Und einige von ihnen spielen es auch über das interaktive Bedienfeld. Bingo. Japan itself. Im Jahr 2040 werden mehr als 40% der Weltbevölkerung 65 oder älter sein. Das bedeutet, es wird immer weniger junge Menschen geben, die die alten Menschen betreuen. Und Australien steht vor einer ähnlichen Situation. No. Try to eat fat-free sweets with less sugar instead of fatty and high-calorie sweets. Eat more fruits. Do you think you'll be able to implement some of the changes I am suggesting? Yes. Good. I am sure that it will help you stay healthy. So it can read the news. Yeah. It can help in doing internet shopping. Yeah. It can also become like a best friend. Absolutely. Right? Well, that's technology used in a very positive. Absolutely. That's manner. The whole idea. Yeah, it's not technology that's. Just, no. You see, technology to enrich her life, to improve her well-being. We want to get it right. Wir versuchen, ein Netzwerk von Robotern zu entwickeln. Ein Netzwerk von Matildas, die in den Häusern der Senioren sitzen, in den Häusern ihrer Verwandten und bei den Hausärzten, um die Lücke, das fehlende menschliche Element im Leben der Senioren, zu überbrücken. Dieser Markt für Gesellschaftsroboter wird in den kommenden 10 bis 20 Jahren hunderte Milliarden Dollar schwer sein.
Wollen wir eine solche Welt wirklich? Eine Welt ohne Menschen. Das Wichtigste am menschlichen Leben ist doch genau das, was nicht berechnet werden kann. Liebe, Spiritualität, Poesie, Weisheit, Musik, Zärtlichkeit, Nächstenliebe, Großzügigkeit, menschliche Solidarität. All diese Dinge, die nicht berechnet werden können, verschwinden nach und nach. Eine Welt ohne Menschen, in der Cyborgs bzw. hybride Individuen oder Chimären gäbe, die Maschinen und Überbleibsel von Menschen zugleich wären, wäre meiner Meinung nach keine Welt. Dieser Widerspruch muss sichtbar und auch unhaltbar gemacht werden. Mir scheint, das ist die einzige Möglichkeit, den Geist und die Haltung des Widerstands zu nähren. Wir müssen damit aufhören, unser Leben von Experten bestimmen zu lassen. Ob in der Wirtschaft, der Politik, der Nanotechnologie oder wo auch immer. Wir müssen die Demokratie zurückerobern, die wir ihnen unter dem Druck der Sicherheitspolitik und verschiedener Humanindustrien beinahe überlassen haben. Musik.